Ihr seid einfach der Wahnsinn. Als ich vor ein paar Wochen beschlossen habe, mir ein neues Hobby zu suchen, da 2 Jahre lang Tag ein Tag aus nur Politik auf YouTube anzusehen, einem ganz Gaga macht, und es Zeit wurde, mich etwas von dieser komplett verrückten Welt etwas abzulenken, hätte ich nie gedacht, dass so viele liebe Menschen meine Videos sich ansehen würden. Lange Rede, kurzer Sinn. 1000 Abonnenten ist einfach irre. Ich kann mich nur bei euch dafür bedanken und versprechen, dass meine Videos noch um ein Vielfaches besser werden, denn mit jedem weiteren gewinne ich an Erfahrung, was wie funktioniert und was Murks ist. Natürlich gibt es tagtäglich jemanden oder auch 2 oder 3 davon, die der Meinung sind, sie wissen es besser, was ich zu tun habe, und mir erklären, je nachdem welcher Meinung sie frönen, dass meine Texte lieblos zusammengewürfelt, klickgeil, klugscheißerisch, sinnfrei, unnötig, zu kurz, zu lang, zu ausführlich, zu allgemein, einfach falsch. Hab ich noch was vergessen? Ach ja, die KI unmöglich ist, sie die Stimme nicht mögen, ich unhöflich und respektlos gegenüber den Sehern bin, die KI eh alle Arbeit macht, solche Videos generell nicht ansehen wollen und Trommelwirbel es sowieso nur ansehen würden, wenn es eine eierlegende Wollmilchsau wäre. Keine Angst, das war mir im Vorfeld schon klar und amüsiert mich mehr, als dass ich mich davon ärgern lasse. Jedenfalls habe ich mir überlegt, für alle, die es interessiert, hier kurz darauf einzugehen, warum ich ein Programm nutze. Eigentlich schnell erklärt. Aufgrund einer schweren Erkrankung ist meine Stimme so angegriffen, dass man mich via Mikrofon nicht verstehen würde. Mehrfach versucht und kläglich gescheitert. Banal, aber leider Tatsache. Und daher bin ich Gott froh, dass es die Technik gibt und ich damit problemlos, okay, fast problemlos, mein Handicap austricksen kann. Das größte Problem war, ein Programm zu finden, mit dem ich ohne ein Vermögen bezahlen zu müssen und ohne erstmal eine 3-jährige Ausbildung darauf zu benötigen, zu finden. Zudem sollte es lernfähig genug sein, um nicht nur stupid die Texte runterzurattern. Was soll ich sagen? Gefunden. Nur benötigt es immer auch ein Foto, das animiert werden muss dazu. So entstand Kati und danach einfach ein Foto von mir. Jetzt habe ich aber eine Möglichkeit gefunden, das Bild einfach auszublenden und nur die Stimme zu nutzen. Gefällt mir persönlich am besten so. Und da ihr alle mir durch euer Abo zeigt, dass ich auf den richtigen Weg bin, kann ich jeden einzelnen von euch einfach nur einen ganz dicken Knutscher verpassen, um mich zu bedanken. So, nun aber Schluss mit diesem Video. Ist eh viel zu lang geworden. Ach Moment, eins noch, mein Name ist übrigens Marion und alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, sind natürlich von Herzen dazu eingeladen. So, Dankeschön, ihr macht mir Mut.